Am Anfang der Zeit gab es Eru, den einen, den man in der Sprache der Elfen Ilúvatar nannte. Er erschuf durch die Kraft seines Willens die Ainur. Diese Geistwesen komponierten zu dem Thema, das er ihnen vorgegeben hatte, eine einzigartige Musik, einen großen Gesang namens Ainulindale. Ein großer Chant, l'Ainulindale. Ilúvatar gab dem Gesang der Ainur eine Form. Und so konnten sie ihn sehen, wie ein Licht in der Dunkelheit. Viele von ihnen liebten seine Schönheit und seine Geschichte, die sie wie in einem Traum entstehen und sich entwickeln sahen. Also ließ Ilúvatar ihren Traum Wirklichkeit werden. Er erschuf ihn inmitten einer großen Leere. Das geheime Feuer wurde ins Herz der Welt entsandt und er sprach das Wort Air. So wurde das Universum erschaffen. Diese Geschichte stammt aus der Feder eines Schriftstellers, der Millionen Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen hat. Dieser Mann heißt Tolkien. In Tolkiens Geschichte entstand die Welt aus diesem großartigen Lied, der Ainulindale, dem Gesang der Ainur. Diese Musik ersann er an der Front im Ersten Weltkrieg, während der Schlacht an der Somme, im Schützengraben. Dort, im Schlamm, inmitten von verkohlten Bäumen, Kadavern, Feuer und Rauch, erschuf Tolkien seine Geschichte vom Ursprung der Welt. Aber damit die Geschichte perfekt war, musste er Raum für Dissonanz lassen. Raum für das Böse. Und das Böse wird von einem der Ainur verkörpert, der damit begann, sein eigenes Lied zu singen. Ilúvatar versuchte, ihn aufzuhalten. Er stimmte ein neues Thema an, dann ein weiteres. Und dann verstummte er, weil die Dissonanz immer größer wurde und immer mehr Raum für sich beanspruchte. In Tolkiens Werk hat das Böse einen Namen. Es heißt Melkor oder Morgoth und ist der Vater der Drachen. Der Vater von Smaug. Die Erzählung vom Anfang der Welt, als der Drache, das Böse, die Schöpfung erst vollständig machte. Das ist die Geschichte von Drakon, dem Starrblickenden. Die Geschichte von Smaug. Selbst die Etymologie des Drachens führt uns immer wieder zu seinen Augen. Der Blick des Drachens steht seit jeher für etwas Gefährliches und zugleich Machtvolles. Die Augen sind also wesentliche Merkmale des Drachens. Das Silmarillion, der Herr der Ringe, der Hobbit. Mit diesen Büchern wurde der britische Sprachforscher John Ronald Reuel Tolkien zum Vater der modernen Fantasy-Literatur. In seinen Büchern suchte er nach Antworten. Wie konnte das Böse, das er als Soldat in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs erleiden musste, wie konnte der Drache so mächtig werden? Der kanadische Künstler John Howe hat sich mit seinen Werken intensiv mit Tolkien auseinandergesetzt. John hat auch die Kulissen des Kinowelterfolgs unter der Regie von Peter Jackson, Herr der Ringe, entworfen. Vor allem aber hat John Howe dem Drachen Smaug eine Gestalt gegeben. Und je mehr er über diesen Drachen nachdachte, umso größer wurden die Fragen und auch die Entdeckungen. Lange Zeit hatte der große, geflügelte Feuerdrache Smaug geschlafen, in seiner Höhle voller Gold. Smaug schlief sehr, sehr lange.
Doch eines Tages tauchte ein Hobbit auf und Smaug erwachte aus seinem Schlaf. Smaug hätte ihn töten können, einfach so, mit einem einzigen Schlag. Doch er sprach mit ihm. Als Smaug erwacht und den Besucher bemerkt, zögert er, statt ihn auf der Stelle umzubringen, und beginnt eine Unterhaltung. Die Unterhaltung mit Smaug ist einer der beeindruckendsten Momente aus der Hobbit. Hauptsächlich, weil der Drache, der für unbezähmbare Kraft steht, Schwächen hat. Und zu diesen Schwächen zählen seine Neugier, sein Wissensdurst. Ein Drache, der neugierig ist, der sprechen kann? Wie passt das zu seinem Image, dass er nur das Böse symbolisiert, das draußen in der Welt lauert? Die Bedeutung der Drachen ist tatsächlich sehr viel komplexer. Drachen sind eine Kulturmetapher, vielleicht die vielschichtigste, die Menschen über Tausende von Jahren entwickelt haben. Schon in den Ausgrabungen der ersten menschlichen Zivilisationen sind Darstellungen von Drachen gefunden worden. All das ist in Smaug und mehr. Man könnte Smaug zugleich als den letzten Drachen dieser alten Sagen gestalten und als den ersten modernen Drachen sehen. Er ist ein Drache aus unserer Zeit. Unsere Geschichte des Drachen, der überall auf der Welt Spuren hinterlassen hat, führt in Europa zunächst in die Schweiz, wo John mit seiner Frau heute lebt. Seinem Freund, dem französischen Mythenjäger Nicolas Mesalira, will er Orte in der Schweiz zeigen, an denen der Draco Helveticus gesichtet wurde. Es ist der 22. Mai 1499. Mehrere Personen berichten nach einem Unwetter von einem riesigen Drachen, der unter der Brücke der Reuss aus dem Vierwaldstätter See aufgetaucht und den Fluss hinabgeschwommen sei. So steht es in der ersten gedruckten Schweizer Chronik aus Luzern. Unter einer Zeichnung von diesem Vorfall heißt es in der Chronik weiter, das Tier an der Reussbrücke habe einem Kalb mit langen Ohren geähnelt. Seine Größe sei auf über 10 Klafter, etwa 20 Meter, geschätzt worden. Noch bis ins 18. Jahrhundert diskutierten die europäischen Gelehrten, ob Drachen vielleicht tatsächlich existieren und versteckt in den Schweizer Alpen leben. In den ersten naturgeschichtlichen Abhandlungen wurde der Draco Helveticus sogar als wissenschaftliche Tatsache beschrieben. Neben Augenzeugenberichten galten Drachenknochen als Beweis, die 1689 in einer Höhle auf dem Pilatusberg in der Schweiz gefunden wurden. Was mich an all diesen Erzählungen rund um den Pilatus überrascht und sehr fasziniert, ist, dass es sich bei den Erfahrungsberichten von Menschen, die behaupten, Drachen gesehen zu haben, nicht um Menschen aus der Oberschicht handelt, die gereist sind, viel gelesen haben oder Bildung genossen haben, sondern eher um Bauern, die nur ihren Ort und ihre Umgebung kennen. Und doch haben sie etwas gesehen, das sie recht präzise wie einen Drachen beschreiben. Außerdem erzählen sie von überraschend vielfältigen Erscheinungen, denn es gibt Drachen in Form von Schlangen, geflügelten Schlangen, es gibt welche mit zwei Beinen, mit Ohren oder welche, die Feuer speien. Ich weiß auch nicht, sie sind sehr vielfältig. Es erstaunt mich, dass es so viele Elemente, so viele Wunder an einem einzigen Ort geben kann, denn diese Menschen wissen wenig über die Welt. Hier ist ja so etwas wie die Drachenhauptstadt, vor allem Luzern und der Pilatus. Im Mittelalter wurden in dieser Gegend über Jahrhunderte hinweg Berichte und Beschreibungen aufgezeichnet.
Es war ein heißer Sommertag 1421, als der Drache vom Pilatusberg seine Höhle verließ, in der er sich so viele Jahre versteckt hatte. Der Bauer Stampfli war gerade dabei, eine Wiese zu mähen, als der Drache so tief über ihn hinwegflog, dass er durch die Hitze ohnmächtig wurde. Als er erwachte, so gab der Bauer später zu Protokoll, sah er, wie der Drache zum Pilatusberg flog. Später entdeckte er auf seiner Wiese im verbrannten Gras eine Art Blutlache, in der er eine Kugel fand. Dieser Drachenstein, dem die Menschen damals heilsame Kräfte zuschrieben und der in Wahrheit nur eine bemalte Tonkugel ist, wird heute im Naturkundemuseum in Luzern aufbewahrt. Auch in dieser Volkslegende vom Drachenstein des Mont Pilatus versteckt sich eine Schöpfungsgeschichte, wie sie in den meisten Weltkulturen zu finden ist. Immer wenn Menschen ein weiteres Stück Natur erobern wollten, um sie zu unterwerfen, mussten sie symbolisch den Drachen verjagen. Einen Drachen, der für das Chaos des Universums steht, für die unbekannte und deshalb bedrohliche Welt außerhalb der Dörfer und Städte. Eine Welt, die aber auch Teil der Schöpfung ist. Wie der Dracus Helveticus, dem die Menschen immer näher rückten, als sie begannen, die Berge zu erobern. Es gibt eine andere Theorie für das Phänomen, dass der Drache in allen Weltkulturen in ähnlicher Gestalt beschrieben wird. Vielleicht verbirgt sich ja im Drachen eine alte Menschheitsvorstellung von den Dinosauriern. Davon waren zumindest einige Paläontologen noch bis in das 20. Jahrhundert überzeugt. Zu verlockend war der Gedanke, in einer technisierten und rationalen Welt mit den versteinerten Dinosaurierknochen auf die tatsächliche Existenz eines Fabelwesens gestoßen zu sein. Den Dinosaurier-Skeletten verdankt John Howe tatsächlich viele Anregungen. Denn obwohl jeder weiß, wie ein Drache aussehen muss, so war es gar nicht so leicht, ihn für den Film Der Hobbit auch zum Leben zu erwecken. Wie geht ein Drache? Wie kann er fliegen? Wie viele Beine hat ein Drache? Hat er Schuppen wie eine Schlange? Immer wieder fand John die Antwort in der Natur. Natürlich werde ich Quellen nach Details und Indizien durchsuchen, um herauszufinden, was eine Kreatur ausmacht, die man augenblicklich als Drache identifizieren würde. Allerdings will ich mich nicht in wissenschaftlichen Angaben verstricken. Ich möchte mir etwas Freiheit beibehalten. Wenn wir Kreaturen aus Legenden, Mythen und Geschichten zum Leben erwecken, suchen wir nach Archetypen. Ungefähr 6 Monate vor dem Erscheinen des zweiten Hobbit-Films hatten wir den Drachen vollständig erschaffen, allerdings mit 4 Beinen. Doch dann kam eine Nachricht unseres Regisseurs. Er sagte: Ich habe viel nachgedacht und ich finde, es wäre sehr viel bedrohlicher, wenn er nur 2 hätte und seine Vorderbeine gleichzeitig seine Flügel wären. Damit war uns die Möglichkeit gegeben, diese Kreatur in ihrer Gesamtheit und bis ins Detail neu zu erforschen. Und das war wirklich toll. Er hat also sowohl etwas von einer Fledermaus, als auch von einem Dinosaurier und von einem Krokodil. Millionen Jahre vor dem Auftauchen der ersten Menschen waren die Dinosaurier schon ausgestorben. Es kann an sie keine Erinnerung geben. Aber den Drachen, den gibt es trotzdem. In einer jahrtausendealten menschlichen Fantasie. Der Drache ist eine vollkommen vom und für den Menschen erschaffene Sagengestalt.
mit ausdrucksstarken Tugenden und Eigenschaften. Er steht für konstante Veränderung, für Metamorphose. Und dank der Metamorphose kann er sich, auch wenn einige seiner Merkmale konstant bleiben, an jede Art von Situation anpassen. Das ist am Drachen so faszinierend. Er ist ein formbarer, ja ein extrem formbarer Mythos. Drachen tauchen auf und verschwinden dann für lange Zeit, als seien sie ausgestorben. Nur noch eine ferne Erinnerung an den Anfang der Welt. In Helsinki will John einen Amerikaner treffen, der diese Geschichte so erfolgreich erzählt hat wie kein anderer. Die Drachen sind nicht tot. Sie haben in versteinerten Eiern überlebt. Wenn sie sich wieder erheben und der Winter kommt, dann beginnt die dunkle Zeit. Der Gesang von Feuer und Eis. Der Drache taucht immer dann auf, wenn die Zeiten von Unsicherheit geprägt sind, in Zeiten des Umbruchs. Davon handeln die Bücher von George Martin. Der Autor von A Game of Thrones ist ein Erzähler, der tief von der amerikanischen Kultur geprägt ist, der sich aber auch als Schüler von Ronald Tolkien begreift. In A Game of Thrones, genauer gesagt in Das Lied von Eis und Feuer, kehren die Drachen in die Königreiche der Menschen, in die Zivilisation zurück. Meine Frage zur Ankunft der Drachen in Das Lied von Eis und Feuer ist: Warum kehren sie in deiner Welt zu einer Zeit des Umbruchs zurück? In unserer realen Welt sind Drachen so universell. In der Fantasy-Welt, in meiner Fantasie, in Tolkiens Fantasie, handelt es sich hauptsächlich um den westlichen Drachen. Eine feuerspeiende, geflügelte, meist böse oder zumindest unmoralische Kreatur, wie es in so vielen epischen oder High-Fantasy-Geschichten und davor in Märchen und Mythen und Legenden dargestellt wird. Mir gefällt die Idee, dass es vor langer Zeit Drachen gegeben hat, sie aber ausgestorben und verschwunden sind. Auch in meiner Fantasy-Welt sterben magische Geschöpfe und mit ihnen die Magie. Die Erinnerung an sie ist jedoch noch frisch. Ihr Ziel ist es also, die Magie zurückzubringen. Es ist das Ziel von einigen Figuren in meiner Welt, nicht von jedermann. Die Magie des Drachen, Puff the Magic Dragon, der Song über einen kleinen Drachen war die Hippie-Hymne der 68er-Generation. 1968, wieder so eine Wendezeit, als die Jugend gegen das Alte aufbegehrte, neue Gesellschaftsformen ausprobieren wollte und die Romane von Tolkien entdeckte. 1968 war Drachenzeit. Puff, eine Gesellschaft für Sozialwissenschaften, die sich nach dem biblischen Drachen Leviathan nannte. Eine Jugend im Kampf. Gut gegen Böse. Vietnam. Die Schlacht um Mittelerde. Die Befreiung der Welt vom Bösen. So erzählten es die Kriegsführer. Puff the Magic Dragon war nicht nur der Name eines Hippie-Liedes und Schutzdrachen gegen das Erwachsenwerden. Es war auch der Name für die Hercules AC-130, ein amerikanisches Flugzeug, das mit seinen Gatling-Kanonen wie ein Drache Feuer spuckte und alles vernichten konnte. In Zeiten des Umbruchs erwacht der Drache. Heute ist der Drache in der Jugendkultur wieder allgegenwärtig. Auch Tolkien erfährt eine neue Bewunderung. Deshalb ist auf der Worldcon in Helsinki John Howe, der Schöpfer des Filmdrachen Smaug, ein Star. Neben dem neuen Tolkien George Martin. Drachen sind so sehr ein Teil unserer Welt, der Fantasy-Literatur und der Kindergeschichten geworden, dass sie meiner Meinung nach vor allem im letzten Jahrhundert viel von ihrer machtvollen, geheimnisvollen und bösen Aura eingebüßt haben. Man kann in jedem Spielzeugladen kleine Plüschdrachen kaufen. Auf Science-Fiction-Treffen sieht man Leute, die mit kleinen Plüschdrachen auf ihrer Schulter herumlaufen.
stuffed dragons on their shoulders. I'd like to ask you something. Können Sie mir einen Drachen zeichnen? Einen Drachen? Zeichne mir deinen Drachen und zeige mir, wer du bist. Dazu forderte John Besucher auf der Worldcon in Helsinki auf. Und wirklich jeder machte bei diesem Experiment mit. Sie haben keine Sekunde gezögert. Sie wissen, was Sie zeichnen? Ich glaube schon. Ich fange mit dem Schwanz an. Es wird ein ziemlich netter Drache. Ich mag nette Drachen. Es wird ein dreibeiniger Drache. Ein dreibeiniger. Sie revolutionieren die Gattung der Drachen. Ein bisschen wie ein Huhn. Ich zeichne gerade einen Huhn mit einem Schwanz. Fantastisch, ich liebe es. Woher wissen Sie, was Sie zeichnen? Sie ähneln Dinosauriern und Eidechsen. Was macht einen Drachen zum Drachen? Gute Frage, oder? Gute Frage, ja. Er sieht bei jedem anders aus, aber man erkennt ihn immer. Sind Sie Künstlerin oder? Nein, überhaupt nicht. Sie machen also gerade etwas, was außerhalb Ihrer Komfortzone liegt. Fantastisch. Ich liebe die Ohren. Woher wissen Sie, wie ein Drache aussieht? Es gibt hier ja keine. Es gibt sie in meiner... In Ihrer Vorstellung? Ja, so ist es. Er ähnelt einer Katze. Ja, ein bisschen, glaube ich. Was glauben Sie, macht einen Drachen so interessant? Er kann ganz verschieden dargestellt werden, aber er verkörpert immer dieselbe Anziehung, die Magie. Wie geht man damit um, in Zeiten der Ungewissheit und des Wandels? Der Drache kommt immer wieder. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das auf intellektuellere Art und Weise ausdrücken soll, aber Drachen sind cool. Und ich denke, deswegen schreiben die Leute gerne Geschichten über sie. Manche halten sie für eine Erinnerung der Natur an die Dinosaurier, aber ich glaube das nicht. Ich auch nicht. Andererseits könnten Menschen in vergangenen Jahrhunderten, zum Beispiel beim Pflügen eines Feldes, auf Dinosaurierknochen gestoßen sein und sie als Beweis für die Existenz von Drachen gehalten haben. Eine Organisation, die ich unterstütze, ist eine Stiftung namens The Long Now Foundation. Sie arbeitet an einem Projekt für die Wiedereinführung ausgestorbener Tierarten. Ich habe mal nachgedacht. Was, wenn wir in 100 oder 200 Jahren die Gentechnik perfektioniert haben und auf irgendeine Weise in der Lage sind, echte Drachen genetisch zu konstruieren? Würden Sie gerne in einer Welt leben, in der Drachen wirklich existieren? Oh mein Gott. Wahrscheinlich würde ich wegrennen und mich verstecken, wenn ich ehrlich bin. Drachen, Mittelalterwelten, uralte Mythen in modernen Computerspielen. Die Sehnsucht nach Magie. Nur jugendliche Fluchten aus einer geregelten, vermeintlich rationalen Welt. Oder Zeichen für eine tiefe Verunsicherung? Ich würde sagen, der Drache in der Volkskultur und besonders im Westen, in Europa und den Vereinigten Staaten, so wie er zum Beispiel in Heroic Fantasy dargestellt wird. Und im Moment hat ja Game of Thrones den Drachen wieder aktuell gemacht. Ich würde sagen, er hat so etwas wie eine prophetische Bedeutung. Es liegt in der Natur des Menschen und es ist also etwas zutiefst Menschliches, die Zukunft verstehen zu wollen. Wenn der Drache erwacht. Im See von Schloss Compère, so die Sage, soll die Fee Viviane den Ritter Lancelot aufgezogen haben. Sie war es auch, die das Ende von Merlin besiegelte, dessen Grab sich in der Nähe vom Schloss befindet.
Merlin, der Zauberer, der mit seiner Prophezeiung von einem bevorstehenden Kampf der Drachen erst die Geschichte von den Rittern der Tafelrunde ins Rollen gebracht hatte. Die Vorzeichen des Drachens deuten. Keiner kann das besser als John Howe, der sein ganzes künstlerisches Schaffen den Geheimnissen des Drachens gewidmet hat. Und Nicolas Mesalira, der im Schloss Compère in der Bretagne den vielleicht größten Erzählschatz hütet, die Artus-Sage. Um zu verstehen, welche Botschaft die Drachen heute haben, muss man nur den alten Geschichten folgen.